Zunächst habe ich das Ganze relativ unorganisiert wahrgenommen. Ich war in ihrem Büro und habe da bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde die beiden gewartet und konnte mich da nach Belieben umsehen, konnte da fotografieren, was die dann in ihren Bücherschränken drin stehen haben. Und das fand ich sehr offen. Und als sie dann kamen, da war Zug hinter der Sache, die zwei Menschen haben wenig Zeit. Im Bücherregal von Klitschko standen Bücher über große Bürgermeister auf dieser Welt, zum Beispiel viele, viele Bände über die Architektur in Kiew und bezeichnenderweise nur ein einziges Bild über einen Boxkampf, wo ich dann versuchte, auch den Vitali später zu fragen, welchen Kampf es zeigt, und er weiß es selber nicht. Der Wladimir Klitschko hat einen Satz gesagt, er hat gesagt, wenn man den Putin nicht stoppt, dann wird er immer weitermachen. Und ich habe dann aufgehört bei einem Satz, der möglicherweise ein bisschen übertrieben ist, aber der hat gesagt, vielleicht kommt er irgendwann nochmal auf die Idee und möchte sich Alaska einverleiben. Alaska gehört ja schließlich auch irgendwann mal zu Russland. Mich hat vor allem überrascht, wie profunde sie informiert waren, wie klar sie und strukturiert, wie sie denken. Und man hat oft den Eindruck gehabt, weil man möglicherweise mit ihrem Deutsch, was nicht hundertprozentig ist, da kommen sie manchmal etwas plump rüber, und das sind sie überhaupt nicht. Das sind ziemlich intelligente Jungs, die genau wissen, was sie wollen. Und beeindruckt war ich wirklich von dem Commitment, was beide zeigen für die Sache, für die sie kämpfen. Ich fand es extrem bezeichnend, nachdem der Vitali die ersten 3, 4 Fragen beantwortet hatte, weil sie auch direkt an ihn gingen, hat er dann seinen Bruder gebeten, die nächste Frage zu antworten. Und hat nebenher, weil er offenbar wirklich wenig Zeit hat, hat nebenher seine E-Mails gecheckt oder sonstige Nachrichten und hat mit nur einem halben Ohr zugehört, was der Bruder eigentlich sagt. Und es war für mich so zu spüren, dass da grenzenloses Vertrauen besteht zwischen den beiden. Und das fand ich sehr angenehm. Und wie die dann auch die Antworten, die eine von dem anderen ergänzt wurden, hat man gemerkt, also viel eingespielter kann ein Team nicht sein als die beiden.